Als wir in den Süden der Ukraine reisen, sind die russischen Streitkräfte aus dem Großraum Cherson abgezogen. Täglich greift Russland mit Raketen die ukrainische Infrastruktur an. Immer wieder bricht die Energieversorgung zusammen. Wir haben uns in einer Wohnung einquartiert. Grund unserer Reise sind schwere Vorwürfe gegen die russischen Besatzer. Massenhaft sollen sie ukrainische Kinder verschleppt haben. Stand September 2022 spricht die UNO von 1.800 Kindern und Jugendlichen. Die Ukraine selbst rechnet aktuell mit mindestens 14.000 verschleppten Minderjährigen. In einem bewaffneten Konflikt, wie das internationale Völkerrecht es bezeichnet. Und da ist ganz bewusst die Verschleppung, das Einsperren oder auch Verschleppen mit dem Ziel von Zwangsadoptionen als Kriegsverbrechen normiert. Wir fahren nach Cherson. Angeblich sollen Kinder aus der vormals besetzten Stadt auf der annektierten Krim und in Russland festgehalten werden. Seit dem Abzug der russischen Streitkräfte ist Cherson zur Frontstadt geworden. Mitten im Artilleriegefecht treffe ich Oleg. Da. Sie befinden sich dort entlang, dort und dort. Mehrmals wöchentlich kommt er in diese gefährliche Gegend und kümmert sich um die Tiere seines verschwundenen Freundes Dima. Auch Oleg wohnte hier zeitweise, das Haus steht leer. Die Familie sitzt in Russland fest. Alles hatte damit begonnen, dass die russischen Besatzer ukrainischen Kindern eine Erholungsreise auf die Krim angeboten hatten. Mein Freund Dima hat einen jüngeren Bruder. Dieser wurde von seinen Eltern als erstes in das Ferienlager geschickt, also fuhr er. Danach folgte ihm Dima. Als sich im Oktober 2022 die russische Armee aus Cherson zurückzieht, dürfen Dima und sein Bruder nicht mehr in ihre Heimat zurück. Die Eltern reisen ihren Söhnen hinterher. Seitdem sitzt die ganze Familie in der russischen Hafenstadt Anapa fest. Nachdem Dima gegangen war, fuhren seine Eltern hinterher und überließen mir die Schlüssel zum Haus. Okay, then I think let's go. Das Artilleriegefecht wird heftiger. Okay. Wir bringen uns in Sicherheit. Mitten im Interview ruft Olegs Freund Dima aus Russland an. Sag mal, Dima, willst du nach Cherson zurückkommen? Of course I do. Yeah. Natürlich würde ich. Sie verstehen sich ja selbst. Ich möchte wirklich unbedingt nach Hause zurückkehren, in meine Heimatstadt. Warum kannst du nicht in die Ukraine zurückkommen? Dima zeigt ein Armband. Das ist ein Armband. So sind wir gekennzeichnet. Wie Tiere. Dima muss abbrechen. Warum, wissen wir nicht. Es wird das letzte Mal gewesen sein, dass Oleg mit seinem Freund in Russland sprechen konnte. Mascha hatte Glück. Auch sie ließ sich im Sommer zu einer Erholungsreise auf die russische Halbinsel Krim einladen. Mascha zeigt mir Bilder. Am 22. September sind wir losgefahren und am 1. Oktober waren wir wieder zurück. Politik habe damals keine Rolle gespielt. Sie wären klettern gewesen, hätten Tänze aufgeführt und ein Militärmuseum besucht. Nach ihrem Aufenthalt kehrte Mascha in das damals noch von den Russen besetzte Cherson zurück. Anschließend reisen Maschas Geschwister in das russische Sommercamp auf die von Russland annektierte Krim. Noch ehe sie heimkehren können, zieht die russische Armee aus Cherson ab. Seitdem werden die Kinder in Russland festgehalten. Vor mehr als einem Monat gingen sie dorthin. An das genaue Datum kann ich mich leider nicht mehr erinnern. War das der einzige Kontakt? Es ist sehr schwer, zu ihnen Kontakt aufzunehmen. Und jetzt komme ich einfach nicht mehr durch. Ich komme nicht durch,
weil es keine Verbindung gibt. Ein paar Straßen weiter eine Mutter, die ihren Sohn vermisst. Zuerst wurde mir gesagt, dass es ein Erholungscamp sein würde. Und dann, als sie zurückkommen sollten, sagten sie plötzlich, dass es für die Kinder sicherer sei, wenn sie dort blieben. Sie will ihren Sohn zurück, koste es, was es wolle. Söhnchen, ich werde dich holen. Bis heute sind viele ukrainische Kinder nicht mehr zurückgekehrt. Von Anfang an hatten es die russischen Besatzer vor allem auf die ukrainischen Kindereinrichtungen abgesehen. Wie groß das Interesse der russischen Besatzer an ukrainischen Heimkindern war, illustrieren Aufnahmen von Überwachungskameras. Sie zeigen, wie russische Soldaten und Zivilbeamte in einem Vorort von Cherson ein Kinderheim durchforsten. Heimleiter Volodymyr Skadyak, hier in kurzer Hose, führt an diesem Tag die Russen durch das Haus. Alle Russen, die zu uns kamen, waren alle Mr. X. Keiner von ihnen gab seinen Namen an, kein einziger seine Position, sein Name und so weiter. Sie sind alle Mr. X. Sie waren alle namenlos. Es gab den FSB, es gab Soldaten. Niemand nannte seinen Namen. Volodymyr und seine Kollegen schaffen es, ihre Heimkinder in privaten Wohnungen zu verstecken und so die Deportation nach Russland zu verhindern. Die Deportation ukrainischer Heimkinder wird in Moskau geplant. Verantwortlich? Maria Lvova-Belova, Putins Ombudsfrau für Kinderrechte. Bereits im März 2022 spricht sie von 1500 ukrainischen Waisenkindern, die nach Russland geholt und über das ganze Land verteilt worden seien. Sogar im hohen Norden, jenseits des Polarkreises. In Russland sollen die Kinder alles Ukrainische vergessen. Viele kommen in Pflegefamilien, werden zwangsadoptiert. Russische Propagandabilder, die an ein pseudo-religiöses Ritual erinnern. Und jetzt stehe ich hier und begreife, dass sich diese Kinder in 2 Monaten so dramatisch verändert haben. Es ist einfach fantastisch. Auf einem Silbertablett werden Staatsbürgerurkunden überreicht. Dann ist es ja wirklich immer schon eine Strategie Russlands gewesen. Ob nun im bewaffneten Konflikt oder auch einfach nach Besetzung, wenn nicht mehr gekämpft wird, möglichst viele Menschen zu Russen zu machen. Und das natürlich bei Kindern sowieso viel leichter, dass sie dann letztendlich am Ende sich auch als Russen fühlen sollen. Nach Russland verschleppt und zur Adoption freigegeben. Propagandabilder. Doch sie verraten ganz nebenbei etwas Verstörendes. Zunächst, wie die russischen Pflegeeltern mit ukrainischen Kindern zu einem roten Ziegelhaus gefahren werden. Offenbar eine Einfamilienhaussiedlung. Alles wirkt sehr westeuropäisch. Tatsächlich stehen die Häuser im Moskauer Landkreis Tomilino. In der Satellitenansicht erkennbar der gelbe Bus, mit dem die ukrainischen Heimkinder gefahren werden. Dann die Überraschung. Die Wohnsiedlung gehört der internationalen Hilfsorganisation SOS Kinderdorf. Weitere Aufnahmen zeigen, wie Putins Partei einiges Russland durch das SOS Kinderdorf marschiert. Im Dezember 2022 besucht Putins Ombudsfrau für Kinderrechte das SOS Kinderdorf bei Moskau. Es entstehen Propagandabilder mit verschleppten ukrainischen Kindern. Ist die renommierte Kinderhilfsorganisation verstrickt in das Deportationsprogramm der Russen? Die Hilfsorganisation räumt ein, dass sie von 13 ukrainischen Kindern in ihren Kinderdörfern wisse und teilt mit. SOS Kinderdorf Russland kann keine Auskunft darüber geben, wie die Kinder nach Russland kamen und wie sie die russische Staatsbürgerschaft erlangten. Russland und Putins Ombudsfrau entführen ukrainische Kinder. Einige landen in einem SOS-Kinderdorf. Die Hilfsorganisation mit Erklärungsversuchen. SOS-Kinderdorf ist gegen den Einsatz von Kindern für politische Zwecke. Wir unterstützen das nicht und werden diesen Fall prüfen.
Die Verschleppung und Zwangsadoption von ukrainischen Kindern ist ein Kriegsverbrechen. Jede Beteiligung, Komplizenschaft.